Das Laden meines Autos ist viel mehr in den Alltag integriert, nicht einfach nur tanken. Nach jahrelang nicht Autofahren, sondern primär Straßenbahn und Fahrrad, kam dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt doch ein eigenes Auto. War eh schon immer daran interessiert, okay, was gibt es da an erneuerbaren Energien, wie kann man das voranbringen, sodass ich mir das halt nicht vorstellen konnte, einen Benziner oder einen Diesel mir zuzulegen. Mein Mann Christopher ist Bauingenieur und sein Arbeitsfeld ist Ausbau der Infrastruktur. Sodass ich da auch immer wusste, okay, die Stadt macht da auch einiges. Ich meine, es wird immer einfacher, es wird immer besser verfügbar. In der Stadt Leipzig gibt es viele Ladesäulen, die innerstädtisch liegen, wo andere Verbrenner gar keinen Parkplatz haben. Und ich muss einfach nur die Ladesäule fahren. Mitten im Zentrum lade mein Auto. Es ist nicht mehr diese eine Tätigkeit, die du ausübst, sondern du machst das Laden, währenddessen du eigentlich ganz andere Sachen machst. Das Laden mit Einkauf verbinden, mit Training der Jungs verbinden. Man hat schon ein bisschen mehr Zeit dazwischen, die man aber sehr gut effektiv nutzen kann. Einen schönen Tag noch. Eine Möglichkeit zu sehen, was besser zu machen oder was draus zu machen.